Also Ali Awada, ich sag immer noch, wenn der neue Jurassic-Film wirklich floppen sollte, dann gebt Ali Awada einfach das Drehbuch von David Koepp und ein paar Millionen für die Umsetzung. Der macht das ja alles einfach von zu Hause aus. Ne? Wir gucken jetzt hier nochmal rein. Ach, ihr seht's gar nicht. Hier, das ist der vierte Teil dieser Sorna-Reihe. Das ist quasi die neue Staffel von Ali Awada. Der macht da immer so ein paar Staffeln über bestimmte Themen. Davor war es Trespasser gewesen. Da ging es um einen Farmer, der sich mit Dinosauriern auseinandersetzen muss. Jetzt haben wir eben das hier. Und da müssen wir jetzt nochmal reingucken. Weil hier ist nämlich Ali selber als Schauspieler mit dabei und der dreht das einfach alles zu Hause ab. Und er macht das nicht mal vor einem Greenscreen, der macht das einfach so, in seinem Wohnzimmer. Das ist total krass. Ja. Und sowas einfach, so ein Know-how dafür, wenn du das noch mit richtig viel Geld finanzierst, da könnte schon ziemlich geile Scheiße bei rauskommen. Dann schauen wir jetzt mal hier rein. Sorna 4. The Depth of Injun. Die Tiefen von Injun. Okay, bin ich mal sehr gespannt. Mit Titano Boa wieder auf dem Cover drauf. Sorna Episode 4. A Lost World Jurassic Park Horror Film Series. 12 Minuten und 3 Sekunden. Moment, ich will ganz kurz nochmal Kopfhörer aufziehen. Das ist irgendwie geiler. So, aber ihm wurde die ganze Zeit gesagt, bleib am Boden und er wäre gegangen, aber krasse Folge. Ja, ich weiß halt nicht, Mann, wie würdest du reagieren, wenn, was weiß ich, ein Wolf auf einmal vor dir steht oder ein Wildschwein. Das habe ich sogar schon mal gehabt im Wald. Damals mit meinem ehemaligen besten Kollegen, das ist schon voll lange her, wie alt waren wir da? Oh, 15 oder so, 14. Und wir sind dann auch weggerannt. Das sollst du auf gar keinen Fall machen, aber als ob ich da einfach stehen bleiben würde. Ne? Ist halt dann eher so eine Panikreaktion. Dann bin ich jetzt wirklich gespannt, was jetzt hier kommt. Mit Titano Boa, was Ali Awada da jetzt gezaubert hat. Okay, wir sind jetzt unter Wasser. Episode 3 hat damit aufgehört, dass Ali vor der Titano Boa geflüchtet ist. Groß die gerade war. Das will ich nur mal ganz kurz sehen. Da. Auch so ein Vieh eigentlich, was in Jurassic Park generell viel zu wenig beleuchtet wurde. Also eigentlich gar nicht. Ist ja nie wirklich vorgekommen. Ja, ob man jetzt da wirklich sicher ist. Das sieht nämlich aus wie die Kanalisation. Das ist meistens eine Schnapsidee, aber er hat ja keine andere Wahl, ne? Obwohl die Schlange ist scheinbar weg. Nee, die Schlange ist nicht weg. Das ist schon ein cooles Vieh. Gibt's auch bei Jurassic World Alive. I often find myself thinking about the outside world
And if any attempts have been made to find me, there were quite a few people on that plane, and I only hold 4 bodies. Where did the rest go? Ja, das war ein Samsung-Handy, aber gerade, ne? Da hast du keinen Empfang. Kannst du vergessen. In dark times, the mind often begins to make you doubt your significance, claiming that if you went missing, who would miss you enough to come looking for you? Ich schätze mal, das wird dann auch so langsam der Überlebenskampf hier werden. Oder so wird er zumindest ausgehen. Jetzt wird hier sogar mit Flashbacks gearbeitet. Sehr geil. Vielleicht finden wir noch raus, wie das Flugzeug abgestürzt ist. Ein Parasaurolophus. Aber ich wette, der kann dich auch töten. Der hatte auch keine Schwierigkeiten mit. Here, nature remains the unknown and the dangerous. So I'll take my chances with the man-made. Boah, Kanalisation finde ich in jedem Spiel zumindest extrem langweilig, weil das immer gleich aussieht. Kennt ihr das? Egal was für ein Spiel du irgendwie zockst, Resident Evil, Jurassic Park, sieht einfach immer alles gleich aus. Wie Labore auch. Labore sind auch so ein extrem langweiliges Szenario. Wir dürfen nicht vergessen, den Spinosaurus haben wir auch noch, ne? Es gab mal einen Kurzfilm von Ali, wo der Spinosaurus im Mittelpunkt stand und da war der auch sehr im Wasser aktiv. Ob er es jetzt hier nochmal macht, weiß ich nicht. Da könnte auch einfach jetzt die Schlange nochmal rausgeschossen kommen. Wäre vielleicht ein bisschen zu schmal für den Spino, ne? Aber im Wasser ist auf jeden Fall irgendwas drin. Das ist viel zu leise dafür, dass jetzt einfach nichts passieren würde. Oh. Aber das ist ein Dimetrodon, wette ich. Das sah nicht aus wie das Segel vom Spino. Das sah mehr aus wie ein Dimetrodon. Muss ich jetzt gerade wieder an Fossil Fuel 2 denken. Das müssen wir gleich auch noch weiter zocken. Dieses Wasserrätsel, dieses Beschissene. Was nicht mal irgendwie ein Rätsel ist. Ich komme einfach nur nicht drüber. Wenn ich zu blöd zum Springen bin. Aber ich würde da jetzt keine 10 Pferde reinbringen. Plenty of murky streams before back home. You're a strong swimmer and it's not deep. If something is in here, it will be small. 60 seconds and you would have reached the other side. Don't look down and press forward. Nobody's coming for you.
Okay, das Gute ist auf jeden Fall, dass du diesen Dimetrodon, wenn es einer ist, zumindest erkennst, weil er ja das Segel hat. Hallo Herr Andibar, schön, dass du auch am Start bist. Wie geht's, wie steht's? Was war denn das jetzt gewesen für ein Vieh mit den Segeln? Mit dem einen Segel. Ich komme einfach immer noch nicht darauf klar, dass er das alles wirklich einfach zu Hause aufnimmt. There's something in here. God, just turn back and climb out. Stay still and breathe deep. You're almost halfway. No point in turning back now. Don't look down. Can't do this. Nobody's coming for you. Ich hätte mir auf jeden Fall diese Palette da an der Seite geholt. Obwohl, so eine Palette trägt die einen Menschen auf dem Wasser? Nö, eigentlich auch nicht, ne? Ist ja auch Quatsch dann. Da jetzt vor, ein Selfie zu machen für seine Instagram-Follower. Was? Okay, krasse Idee, geiler Shot. Go, 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 don't think about it, just dodge through, get out of the water. Das war eben gerade eine richtig geile Idee mit dem Handy unter Wasser, dann diesen Lichtblitzeffekt. Alles kein Problem, ey. Direkt rausrennen jetzt, komm. Drei. Das ist aber auf jeden Fall zu klein für den Spinosaurus. Das ist ein Dimetrodon. Geht ihr mit? Dimetrodon, ja oder nein? Er sieht aber auch cool aus. Richtig gut. Wir brauchen unbedingt eine Jurassic Park Serie, wo du so verschiedene Gebiete einfach pro Episode behandeln kannst. Aber diese Aale im Wasser müssten auch den Dimetrodon eigentlich töten können. Sehr schnell. Alter! Ich wollte es eben gerade sagen, die Kamera, die ist schon viel zu weit an der Seite. Sorna, Episode 4. Ich meine, die Episoden werden sogar immer länger bei ihm. Aber ich könnte mir das echt noch viel, viel länger anschauen. Das ist schon saugut gemacht auf jeden Fall. Also richtig, richtig gut gemacht. Ja, das war echt geil. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Bin ich mal sehr gespannt drauf. Jetzt, es kommen in der Regel, glaube ich, jeden Monat macht er ungefähr so ein Video. Das heißt, wir werden dann Ende März dann zum einen sehen, wie die Strikes von meinem YouTube-Kanal entfernt sind und zum anderen eben dann noch so eine Episode 5. Und vielleicht kommt dazwischen ja noch irgendwie was. Hat lange gedauert mit der Fortsetzung. Ja, in der Regel braucht er so ungefähr einen Monat dann dafür. So Pi mal Daumen. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Der Tag wird immer noch kommen, ich sag's euch, wo ich mir ein iMac zulege und dann auch anfangen werde, mich in Blender reinzueiern. Irgendwann mal. Das ist zumindest eine grobe Vorstellung, die noch passieren wird. Je länger, desto besser, ja, auf jeden Fall. Diese ganzen Videos von ihm, die werden dann, wenn die aber alle durchgelaufen sind, die einzelnen Parts, von ihm nochmal als ein großer Film dann zusammengeschnitten und nochmal neu veröffentlicht. Hat er bis jetzt immer gemacht. Hier, The River. A Jurassic Park Horror Short Film. Das ist das Ding mit dem Spinosaurus. Ich kann es hier mal ganz kurz zeigen. Wahrscheinlich kennen es die meisten von euch aber eh schon, aber das war der Film, mit dem ich auf Ali Awada aufmerksam geworden wurde. Geworden wurde, genau. Geworden bin. Ja, was ein krasser Shot auf jeden Fall. Gut. Ich empfehle euch also einfach nur allen, guckt euch das hier mal an von Ali Awada. Den Kanalen, auch mal die verschiedenen Short-Videos. Und das hier zum Beispiel, da hat er jetzt, glaube ich, zwei oder drei Parts zusammengeschnitten zu einem langen Short-Film. Und die gesamte Version von diesem The River geht einfach 14 Minuten. Inzwischen gehen seine einzelnen Parts schon länger als 10 Minuten. Also das ist schon ziemlich krass. Diese gesamte Sorna-Reihe, die wird am Ende dann zusammengeschnitten. Vielleicht, wenn es gut läuft, eine schöne Stunde lang gehen. Könnte ich mir vorstellen. Gut. Und dann, ihr Lieben, kommen wir jetzt zum Hauptteil. Und oh Gott, ey. Ich bin gespannt, wie ich mich jetzt anstellen werde. Wir switchen jetzt sofort rüber zu Fossil Fuel 2 und gucken mal, ob wir da jetzt durch dieses nächste Rätsel durchkommen. Wir müssen drei Etagen, waren es, meine ich, müssen wir lösen, um danach in den nächsten Raum zu kommen, wo ich immer noch davon ausgehe, dass der nächste Raum den Spinosaurus beherbergen wird. Ob das so stimmt, werden wir aber dann feststellen.